Aber ja. Oh, das wird so herrlich. Das Fahrradrennen, das wird das Beste. Ah, ja, die sind 40, nämlich richtig schlecht zu handeln. Das werde ich ja gleich noch sehen. Ja, keine Fahrt. Wir sind ready. Alle soweit ready? Chef, was glaubt ihr, wer gewinnt? Schnell, bevor es knallt. Ja, auf die Plätze. Jules, mach schon mal. Fertig, los. Ihr habt ja beschissen, oder? Der erste ist schon richtig hochgezwirbelt. Die Taktik funktioniert wieder. Aus rein, ne? Wer ist da hochgeflogen? Ey, was ist jetzt los, Alter? Haben wir noch. Weiß nicht, wie schnell die Dinger fahren, aber... Ja? Lass uns einen Deal machen, Abstand halten, die Keks können wir da hinten kloppen. Sagen. Und wir machen auf der letzten Zielgerade, wenn wir wieder hier sind, dann kloppen wir uns um den ersten, wie wär's? Wie ein junger Gott. Mein Fahrrad hat einen links, rechts drei. Eventuell. Ja, meins auch. Alle mit Rechtsstrahl, also alles ältere Herrschaften. Nein. Ja, okay, dann halt doch nicht. Diese ganze Leute, das ist ja hervorragend, was wir hier erleben würden. Das bringt überhaupt nichts mehr. Ja, steht gerade richtig so. Das geschieht ja rechts. Der Fang ist mir hin. Hä? Was machst du da vorne, Töpfer? Was machst du? Ja, Leute, erstmals bin ich vorne am Start. Jetzt heißt es Position halten. Das ist eine ganz wilde Nummer, die wir hier gerade erleben. Ja, der Ansgar, der ist schon Fahrrad beim Fahrmarathon gefahren, der hat Vorteile. Ja, wisst ihr, bei uns im Kindergarten kam damals der Herr Geltenboten und der hat uns das Fahrradfahren beigebracht. Und seitdem kann ich es, wie ein Weltmeister. Der war von der Polizei, der Herr Geltenboten. Ein alter, etwas dicker Mann. Ui, ui, ui! Was? Alter, was? Es ist Sturm. Die fliegen halt teilweise einfach so. Freunde, es ist Sturm. Es war Sturm. Hat's schwimmen gehen oder was? Hat's gewollt baden gehen? Mit dem Fahrrad? Cool. Was ist das hier? Ja! Recht so! Na, hör mal! Einzige falsche Richtung, genau richtige Richtung! Das ist einfach keine Kontrolle hier! Nee, du, was ist das? Ich brauche Stützräder! Das lenkt einfach. Wir haben einfach ein paar günstige Fahrräder genommen. Die lenken ein. Wo bleibt ihr denn jetzt? Wo bleibt ihr? Soll ich fahren? Wir kriegen dich gleich wieder, keine Sorge. Tamela, dich wird das Schicksal schon noch ereilen. Nimm dich vor den Böden in Acht. Dich zurück. Ja. Ja, das ist ja herrlich kommt jetzt hier. Gleich, ne? Ja, die Hügel. Oh. Ich kann das Ding nicht mehr aufstellen. Selber so, mit dir habe ich kein Mitleid. Jetzt bin ich wieder 5 Kilometer. Ey, nicht abkürzen, das habe ich ganz genau gesehen. Ich hüpfe doch gar nicht ab hier. Was ist denn das? Nein. Tamina fängt aber von vorne an mit der Serpentine. Ja. Oh, die Serpentine. Oh. Es war so klar. Ach du Scheiße. So, jetzt haben wir abkürzen. Ich falle hier die ganze Zeit runter. Manchmal liegt der Clou halt da drinne, keine Geschwindigkeit zu haben in der Kurve, Tamina. Das ist das Ding. Du musst runterbremsen, wenn du drehst. Das oh. Halt, das stimmt. Ja, siehst du, Tamina? Ich hab's nicht unter Kontrolle. Ich wollte das gar nicht machen. Tamina, bist du auch wieder hinten? Wieder ja, ich wurde ja hier. Sehr gut, Schummler hier. Leute, ihr müsst in den Kurven einfach bremsen bei der Seppe. Ja. Ich war noch nicht mal in der Kurve. Überall fliegen sie hier. Überall fliegen die Fahrräder. Was war das denn? Nur einer. Es gibt auch noch nur einer hat im Fahrradkurs aufgepasst. Geltenboten, merkt euch den Namen. Könnte nochmal wichtig werden nach dieser Challenge hier. Also Herr Tamina, oder? Mogeln? Ja, das ist Mogeln. Ja, das ist ich kann auch gar nicht mehr aufsteigen hier. Was ist das? Ja, ich kann auch nicht mehr. Das der ist einfach vor den Baum gefahren, der Dödel. Ich habe mich nur auf den Stream geschaut und hab nicht mehr geschaut.
Das Rad drehen funktioniert hier nicht. Nee, Tamina, das Problem hatte ich auch. Das ist einfach so geil. Das ist anders wild. Das ist anders wild hier. Lol. Man darf den Stream nicht gucken nebenbei. Das ist, Hey, Stefan! Merkt euch den Namen Geltenboten. Julia, du solltest vielleicht nicht beim Stefan hinten gucken, du solltest vielleicht vorne gucken, was die Schummler da machen. Ja, echt, ey. Ist so. Du und vorne? Nee, ich bin nicht vorne, ich bin auch kein Schummler. Ab da vorne gilt Helmpflicht. Bitte Helme aufschnallen. Ginny, wir jetzt nach links. Nee. Ich halte mich ans Rennen, ne? Hey. ja. Scheiß doch. Wer? Ich bescheiß gar nicht. Ich bin voll hinten. Ich? Ja, vor mir. Ich wasche meine Hände in die Schuld. Da. Haben Sie denn auch Speichen in Ihrem Fahrrad, Herr Meier? Ja? Nee. Ich hab Kontrollverlust, würde ich mal sagen. Aber ganz massiven hier gerade. Ah, jetzt wieder. Ah, wieder nur Platz 2. Genie in a Battle. Oder ist. Genie in Battle. Alter. Diese Straße mit dem Fahrrad ist anders wild, ne? Ja. Muss erstmal auf die Straße kommen, danach geht's. Ja! Aber erst mal auf die Straße. Ui! Du musst jetzt mehr auf die Straße kommen. Fuchs M, das sieht aus, als ob du läufst. Also eine andere Ansicht hast du da gar nicht so. Ich sag grad, wer klemmt denn da oben in der Hauswand, aber das ist die Schiedsrichterin. Wer ist denn da so weit vorne, welcher Schummler? Der Terminal. Der Stürzlinge. Der Stürzlinge, der war doch eben ganz hinten. Was hat der denn geschummelt? Der hat Striche gesammelt, das ist gut. Nur eine Challenge will ich heute gewinnen. Ansgar, nicht diese hier. Nee. Und ich war auch ganz weit vorne. Ja, ich war auch mal ganz vorne, Tamina. Das ist, Warum fährt mein Fahrrad jetzt eigentlich, wenn ich nichts mache, nach rechts? Das macht es die ganze Zeit schon. Das ist der Gag. Rückgabequote, win, 11-11, lose, 1-1, schreibt der Randy. Ich kenne diese Quoten nicht, ich weiß nicht, wie die... Jetzt gib Gas! Oh nee! Ich raste dich aber komplett aus. Nein! Niklas! Oh, danke, ich geh wieder, danke! Danke! Danke, Niklas, hast du gut gemacht. Aber gerne doch! Danke, Ansgar! Bitte! Nichts anderes hast du verdient. Ansgar hat mich runtergerammt. Ja, Rammen war erlaubt, hat er gesagt. Oh, jetzt hab ich's gleich. Ja, Stefan, du hast Minuspunkte gesammelt. Ja, aber ich bin nur einmal über die Serpentine da, aber ich bin da 5 Kilometer weiter hinten gewesen. Ja, genau, das ist der Punkt. Jawohl. Nee, das gibt's. Du musst die ganze Serpentine noch fahren. Das kann jeder behaupten hier. Also, die Serpentine abkürzen und dann sagen, ich hab nur einmal abgekürzt. Ich bin nur 3 Mal wieder umgedreht auf der Serpentine, weil es mir runtergeschmissen hat. Ja, und wir auch. Ehrliche Männer fahren die Serpentine bis zum Schluss. Und wenn sie es 6-mal fahren? Ja, so wie ich. Das giltet nicht. Hier, so, zack. Da, ich bin erster, Stefan. Du bist qualifiziert. Warte nicht, erster, du warst 10 Sekunden mehr da hinten. Klang doch nicht einmal. So, irgendwas fehlt doch noch, oder? Nein, es darf nicht wahr sein. Kamen fehlt noch. Schon wieder nicht. Ich habe es nicht, das Gewinnergehen. Ich habe es nicht. Gut, für den Sieg hat es nicht gereicht. Herzlichen Glückwunsch an wen jetzt? Wer hat es jetzt mit Strichlen? Stürzlinger. Rechnen müsste ich noch können, aber... Soll ich den Gewinner verkünden? Wenn ich richtig rechnen kann, müsste es der Stürzlinger trotz 7 Strichle sein. Eins in Chat für Niederbayern. Das ist einfach, weißt du? Aber der kürzt 50 Sekunden Serpentina ab und kriegt dafür
7 Strafstriche mit 21 Sekunden. Ja, man muss ja, der Master-Clou. Ich hab nur Strich 3 Sekunden gesagt. Das ist der Master-Clou. Das ist der Master-Clou einfach. Ich finde das krass, dass das so verteilt ist hier, diese ganzen Gewinne. Also ich hätte gedacht, dass es dann einen gibt, der das alles besonders gut kann. Aber es ist ja doch ziemlich gleich verteilt hier aktuell.